Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Fire Emblem Engage. So, wo sind wir stehen geblieben? Ja, stimmt, bei Hortensia. Of course. Wir müssen ja die Königin retten. Gehen wir nochmal langsam hier lang. So, wen können wir denn hier locken? Den hier könnten wir locken. Hier, ich knüpfe es ganz nach oben. Warte, dann gehe ich mal mit dir hier hin. So, mit euch gehe ich schon mal hier hin. Dann holt ihr oben die Schätze ab. Wenn wir gut sortiert sind, würde ich mal behaupten. Gut, da kann Diamond auch ein bisschen leveln. Trotz Kampfverstärkung hätte ich mal besser nichts gemacht. Aber ich denke mal, das kriegen die beide hin. Das sieht doch schon mal besser aus. Boah, ein Erfahrungspunkt zum Level Up. Was ist nicht. Okay, ich würde mal sagen, das Soft Soul. Das schafft er definitiv. Du kannst den hier schon mal locken. Du gehst hier hin. Und du schon mal hier hin. Okay. Warten wir mal hier. Dann gehe ich mit Ivy schon mal weiter nach unten. Maka geht's so auch. Weißt du, den schafft das meiner Meinung nach alleine. Sie sagt yes. Vorher kriege ich die ja schon beinahe down. Es sei denn, die ganzen Bücher machen den schon fertig. So, wen habe ich denn noch nicht bewegt? Komm, du kannst hier noch unterstützen. Das war für dich der Todesurteil. Sagte ich ja. Du kann den Diamond platt machen. Dann kriegt er die ganze Erfahrungspunkte und Level ab. Autsch. Aber keine Sorge, wir haben ja Bram in der Nähe. Okay, das könnte wehtun. Und auch nicht. Aber ich möchte es schon so machen. Lass die Erfahrungspunkte auch in der Beziehung kriegen. Bei dem nächsten Gespräch. Für das nächste Gespräch, besser gesagt. Level up für Diamond. Na, reicht nicht ganz. Doch mit Boomerhawk reicht das, wenn du triffst. Komm, kriegst du hin. Kriegst du hin, ich vertraue dir. I won't forget this. Okay.
Beziehungsweise. Nein, du kriegst den nicht ganz down, oder? Nein, leider nicht. Du hast Level 9, du hast Level 7, eigentlich müsste ich dich erstmal leveln. Stahlklinge erhalten, okay. Mit dem Vorrat, so. Und dann können wir schon mal langsam nach oben gehen. Ganz langsam mit Pferden. Und du kannst schon mal heilen. Mit Purgativ. You wanna pick me up? Oh, hoffentlich bemerkt das der Würmgott. Ja, habe ich bemerkt. So, Kaketsu, du kannst auch schön nachkommen. Ivy auch. Celine kriegt das ja ganz gut alleine hin. Dann kann sie sich um die Truhen kümmern. Oh, den einen Schaden. Ich bin wieder drinnen. Okay, wir sind dran. Wie weit kommst du? Kannst du seitlich angreifen? 29, okay. Oh, nicht mal gereicht. Aber du kannst den fertig machen. Remember this. Remember me. Fire Emblem. Engage. Oh, du kannst auch noch etwas aufrücken. Wen haben wir denn? Schwert. Weiß nicht. Okay, dann kannst du schon mal locken. Kannst mal Protektion machen. So, und du kannst schon mal die linke Truhe einmal öffnen. Vierte Stufe, nice. Ram, ich glaube, ich habe einen kleinen Update für dich. Und den Rest lasse ich einfach. Gut, mein Plan geht auf. Null Schaden, das ist schön. Naja, stimmt, weil ich ja Protektion gemacht habe. Dann einmal durchbrechen, bitte. Und hier bitte auch einmal durchbrechen. Ich kann noch nicht den ersten Schatz holen. Aber den nächsten Runden können wir beide holen. Das ist gut. Ich locke hier niemanden, ne? Okay, dann kann Fram doch mal was machen. Solltest du überleben? It's decided. Okay, und du kommst dorthin. Dann checke ich dich mal hier hin. Kriegst Unterstützung von Yunaka. Und dann rücken wir etwas auf. Jetzt du bist ganz nach oben. So. Du kannst die nächste Truhe öffnen.
Beim Würmtöter, das ist gut. Nur nicht gegen uns, bitte. So, dann wieder Zugende. Oh, der macht 22 Schaden, das ist nicht gut. Na gut, wir haben aber Heilung, ne? So ist es ja nicht. So, dann kannst du schon mal die erste Truhe öffnen. Stiefel, wunderbar. Erhöht Bewegung dauerhaft um 1. Okay. Dann kannst du die zweite Truhe öffnen. Sonnenbogen. Und du gehst dann mal nach unten. Nimmst bitte eine Heilung. Ja, nimmst bitte den Stahl durch, dann kriegst du auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Und damit bist du down, okay. Ah, das kann auch mal in den Vorräten. So, und du kannst mal Jäger einsetzen. Back in action, definitiv. So, Gagetz, du könntest doch mal... die beiden hier locken. Ich warte mal hier. Dann rück ich auf. Rück ich mit jedem hier auf. Der Linken auch wieder nach unten. Also bisher läuft das ganz gut, würde ich mal behaupten. Es kommt Verstärkung. Und dann gehen wir mit Zoll wieder runter. Understood. Understood. Ivy, dann gehst du bitte nochmal unten. Bei dir vertraue ich am meisten. So, dann rücke ich mal auf. Jetzt vertraue ich am meisten, deswegen möchte ich hier nichts verschwenden. So. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Okay, gut, dass ich die nicht da gesetzt habe, wo ein Gegner ist. Hätte ich das aber mal bei Gagetz zugemacht. Nope. Definitiv nicht. Your army is not to be trifled with, because I respect you. Eigentlich müsste ich Hortensia mit Ivy besiegen. So, Ivy, du kümmerst dich erstmal um die hier. Angreifen mit Elfenlicht. Unforgivable. So. Okay, dann einmal Stahlbogen. Und weg mit dir. Da bist du schon mal weg. D4. Quite strong. That would have been too easy, I suppose. We'll meet again soon enough. Hoffentlich nicht.
Möchte dich besiegen oder dich? Komm, ich besiege erstmal dich hier. Mit dem Schnitter. Und ich krieg nur 7 Schaden. Okay, damit kann ich leben. Wenn er treffen sollte. Hat sich erledigt. My orders do not involve dying. I take my leave. Das ist überhaupt kein Schaden, ne? Dann nehme ich immer Reis raus. Genau so wie dir. Okay. Yonaka, bitte auch weg. Ich kann keine Protektion einsetzen, weil ich nicht geheilt bin. Das ist mies. Dann kommt ihr bitte nochmal alle runter. Mal, ich denke mal, Awkward schafft da runter. Und ihr kommt auch alle mal runter. Den habe ich dir noch nicht bewegt. Achso, Fram. Na, warte bitte. Bin gespannt, was jetzt passiert. Nein, nicht auf Kagetsu, nein. Och, nö. Ausgerechnet auf Kagetsu. Soul Palace is so pretty. It's a nicer tomb than you deserve. Oh, Allcrest, nice. Okay. Ivy regelt. Boah, Ivy regelt wirklich. Okay, Ivy, dann kannst du wieder zurückfliegen. Nachdem ich die hier besiegt habe. Am Stahlbogen machst du schon mal ein bisschen Schaden und kriegst dadurch Erfahrungspunkte. Und weg mit dir. Genau, weil der Boden rutschig war. Orkanachse halten, nice. Bandlevel ab. Okay. Kannst du ja schon mal den nächsten Gegner hier locken. Kommen wir eben. Wir machen so eine Reihe. Und Ivy fährt die Mitte an. Guck mal, ich kann ja auch Purgative einsetzen. Dann komm auf Ram, bitte. Damit sie in Notfallprotektion einsetzen kann. Und ihr kommt einfach nach. Ich denke nicht, dass ihr noch irgendwas anrichten könnt, aber kommt einfach mit. Kommt einfach mit, meine lieben Leute. Kann ja immer noch nach Zykler kommen, ne? So ist es ja nicht. Das war tatsächlich schlau. Ja, andererseits nicht, weil Alfred ja da ist. 73%, das wird wehtun. Die Spielerphase, das ist gut.
Kann ich dich komplett zerstören? Kann ich dich komplett zerstören? Ja, kann ich. Du kriegst auch noch 4 Schaden. Das ist gut. Wenn er treffen sollte. Und das tut er auch. That was cool, was it not? Ja, totally cool. Totally spice. So, dann einmal normale Heilung. Alles für die Erfahrungspunkte. So, Ivy. Ich würde tatsächlich noch warten wollen. Kakete, du kannst schon mal hier locken. Ihr rückt einfach mal auf. Ja, wisst ihr was? Ihr könnt da unten bleiben. Der kommt eh nicht mehr hier hin. So, Spielerfasse. Eigentlich müsste doch Orchrist die doch nochmal eine Runde erledigen, genau. Dann ist ein Lebensbalken schon mal weg. Level up for Orchrist. Ich fühle mich stärker. Bin ich tatsächlich zufrieden? Ach, beachtet mich gar nicht. Mach mir einfach weiter. Is surging with Fel Dragon energy. Be on your guard. Tobsucht. Mit dunklen Emblemen synchronisierte Gegner können der Tobsucht verfallen, wenn sie Erweckungssteine verwenden. In diesem Zustand erzwingen sie zusätzliche unkontrollierbare Kräfte von ihrem dunklen Emblem und sind stärker denn je. Sieh dich vor. Die Hortensia kann sie auch in einer Runde platt machen. Und Kacke zu auch. Okay, wir haben, glaube ich, alles überstanden, soweit es geht. So, Hortensia. Mach Bekanntschaft mit deiner Schwester Ivy. Und zwar mit Elfenlicht. Du hast nicht mal die Chance anzugreifen. Hortensia, please, come to your senses. Why fight me, Ivy? All I want is to bring Father back. Don't you miss him? Of course. So much I fear my heart will never mend. That's why I cannot lose you too. Quickly now. So, damit hätten wir den Kampf auch gewonnen. Ivy und Lin sind die Helden. 17 Runden, Halleluja. Ivy, what happened? Oh, you've come back to me. Thank goodness. Where'd all the Illusion soldiers go? They retreated. I should go with them. No, it's not safe. Zephia could take control over you again. But
I was the last person left at Illusia Castle. Without me, there'll be no one to lead. No one to take care of the country Father left behind. That is true. But it's out of our hands. How can you say that? Don't you care about Illusia at all? Of course I do. I would have given my life to protect our kingdom. But it is not our kingdom anymore. It's the Fel Dragons. Surely you see that. Princess Ivy. I didn't want to admit it. But Father stopped being king as soon as the Fel Dragon awoke. Since then, true power has rested with Sombron, his daughter, and the Four Hounds. If you went back now, you would become an instrument of their designs, just as Father was. I want to go home too. You have no idea how badly. But there's no home to go back to until we defeat the Fel Dragon. After allowing Father to relinquish his power to Sombron, we owe our people no less. The castle. My only home since I was little. We really can't go back now, can we? No. We can't. That little nook where I had tea with my friends. The garden where you and I read together. Even Rosado and Goldmary. I've left everything and everyone behind. All right, Ivy. I'll join this fight. So that someday, things can be like they were again. Thank you, Hortensia. I'm really sorry for what I did. Divine One, you should have this. The Ring of the Instructor. One of the rings stolen from Lethos. Fire Emblem Tree Houses. Don't give me too much credit. I wasn't exactly planning to hand it over. Even so, you have my thanks. Teach us, Emblem of the Academy. I am Emblem Byleth. It feels as though I've just awoken from a very long dream. I'm glad to be where I belong, at your side. Use my power to guide everyone. I will. Thank you, Emblem Byleth. So, how is everyone? Queen Sephoria, you're all right. That I am. Some Illusion soldiers tried to seize me, but I was saved at just the right moment. We took them down! Alfred and I intended to help. But by the time we'd drawn our weapons, the fight was already over. That's the Solm Royal Guard for you. Pretty good, right? I'm just glad the Queen is safe. Well done, everyone. Well done yourself. No more trespassers. My palace is rid of them. Divine One, thank you for protecting the rings and my family with such courage. The way you spoke, the look in your eyes. You were the spitting image of Queen Lumera. Your words mean so much. Thank you. Excuse me, Queen Sephoria? You! I assumed you had gone back to Illusia. Look, I'm really sorry about what I did. I'll accept whatever punishment you give me. I owe you an apology as well. Queen Sephoria, please. Zephia was using some sort of magic to control Princess Hortensia. As soon as it wore off, she stopped fighting. Even gave me her emblem ring. I don't recall Zephia being there when the young princess held me hostage. Look me in the eyes, you two. Okay. Threatening a queen's life is a grave crime. You deserve a room in the dungeons. But I won't send you there. You won't? It was the Fel Dragon's minions who broke in and started the conflict, right? Your only crimes were slipping in uninvited and threatening to kill me. If you want to make amends, defeat the Fel Dragon. Rebuild your kingdom.
When cooler heads return to Illusia, Solm can only benefit. Let's move on now, shall we? Thank you, Queen Sephoria. Your show of compassion will not be forgotten. We will restore Illusia. I swear it. For my part, I think I'd better look into shoring up the palace's defenses. You're right. The Fel Dragon's forces might come back for you. I can leave some soldiers here to help keep you safe. Oh, no need, no need. I have lots of family members who can handle things here. If the situation really boils over, I can always leave a double here and wander the land. So don't worry about me. You just focus on taking out the Fel Dragon. We will. Thank you. Tamara, it's time you showed the Divine Dragon where to find Solm's other ring. Sure thing, Mom. One ring of the Crux of Fate coming right up. Where is it? The Northern Fortress. Oh, you don't scare easily, do you? Warum? Punkt ist dort. Hortense hat sich in deiner Gruppe angeschlossen. 40.000 Gold als Ui. Während 30.000 allein für Spenden weggehen. Sitting Gegner erscheinen. Emblem Violet. Durchdachte Anweisungen erhöhen die Werte. Emblem Violet durchdachte Anweisungen erhöhen die Werte seiner Verbündeten und führen sie zum Sieg. Die Synchrofähigkeit Göttlicher Puls sorgt dafür, dass Angriffe, die ihr Ziel verfehlen würden, manchmal dennoch treffen. Emblem Violets erste Bündniswaffe ist ein Heroenrelikt, ein Item, das für jede Einheit anders ist. Die Bündnisfähigkeit Unterricht gewährt Verbündete in der Umgebung einen Wertebonus. Der Bündnisangriff Tanz der Göttin gewährt benachbarten Verbündeten eine weitere Aktion und einen Wertebonus. Nice. Okay, dann lese ich mir die blauen Pünktchen nochmal durch. Hier. Forgive me. Vielen Dank, Göttlicher. Von nun an werde ich auf der rechten Seite sein. Für euch und für Ivy. Thank you. Das freut mich zu hören, Hortensia. Göttlicher, ich möchte euch aufrichtig dafür danken, dass ihr meine Schwester willkommen heißt. Oh, wenn sie wirklich jetzt auf unserer Seite steht. Ich meine, wir erzählen jeden, dass wir den Göttlichen sind. Wir sind einfach so gutgläubig. Nee. Was kann da aber schon schief gehen? Hat man ja gar nicht bei Vale gesehen. Die ist wahrscheinlich eh auch unter der Zauber von Zephyr steht. Wenn man die Augen von der Tänzia von eben vergleicht, wo die knallrot waren. Ein bisschen schneller rennen. Merci beaucoup. Gewürze mal 2. Die Lage sah für eine Weile recht ungewiss aus, aber ihr und Chimera habt es geschafft. Das war wirklich gute Arbeit. Dann noch einmal hier. Ah ja, erhalten, okay. Oh, da ist ja auch noch ein Item, habe ich ja ganz versehen und nochmal ein Sprechpunkt. Sich Eisenbahn, das ist doch schön. Thanks. Danke, Göttlicher. Wir haben gewonnen, da ihr darauf bestanden habt, die Ringe und unsere Königin zu beschützen. Definitiv. So, dann können wir doch erstmal aufbrechen, zurück nach Somniel. Also wir hatten jetzt 2 Hauptkapitel, 2 Nebenkapitel, dann wird es wieder Zeit für 2 DLC-Kapitel. Another ring in the Divine Dragon's hands. Still, not enough to turn the tide. I must sleep. Curse this feeble form of mine for plunging me into darkness. I pray that next time my waking hours will not end so soon. Kommt jetzt die richtige Welt wieder zu Vorschein? Sand? But what happened to all the snow? Where am I? Why does this keep happening to me?
spaltende Persönlichkeiten. Rapier, Bündniswaffe von Marv. Effektiv gegen berittene und gepanzerte Einheiten. Was sind eigentlich diese Staffeltickets? Neue Ware erhalten. So, Enzyklopädie haben ja neue Gespräche. Mit Jade. Okay. Dann hören wir uns das auch nochmal an. Are you okay? Oh, Divine One. I heard you were attacked by bandits. I rushed here to check on you. Thank you, but I'm fine. I drove them all away. Why did they attack you like that? I've run into that group before. I used to be the guard for the mine near my hometown. I stopped them from looting it once. They must have tracked me down for revenge. Now? After all this time? I was pretty infamous among the bandits in our area. They used to call me the Iron Wall. Looks like I'm the target of a few deep, long-standing grudges. But it's fine. I can handle anything they throw at me. They're not much of a threat. I know you're strong, Jade, but I'm still worried. If you ever need backup, you can always count on me. I'll do whatever I can. Oh, I wouldn't want to burden you like that, Divine One. But thank you. Yay, Unterstützungslevel. Und dann nochmal mit Diamant. Anything to report? Oh, Prince Diamant. No news here. It's a quiet night. I see. Standing guard like this reminds me of the other day. Which day? The day of that snowstorm. I was guarding the Illusia border through most of it. Right. That storm was awful. It was snowing so heavily. I worried that I wouldn't be able to find you. So did I. Huh? I feared I might lose a trusted retainer to the cold. I almost worried myself sick. When I finally arrived and saw you were still standing strong, I breathed such a sigh of relief. Oh. Well, let's not get carried away. But thank you for your concern, Prince Diamant. Dawn should break any minute. I'll relieve you a bit early. Go get some sleep, okay? Understood. Good work tonight. Oh, and I'm excited to read your new chapters. Will they be ready soon? Yes, without delay. Wenn ich so ein Tempo schreiben könnte. Nochmal verbündete Gespräche? Ja, Orcris mit Edelgard. I'm sorry if you worry about me. If not for the war, I could vanish and avoid being a nuisance. You are a prince, aren't you? Sometimes it's like I'm talking with my old classmate again. Das war alles? Okay. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fire Emblem Engage. Bis dahin. Toodaloo.